Pfaffenhofen wird Ihnen präsentiert von der Le Jeune Akademie München. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Professor Dr. Rita Süssmuth. Herzlich willkommen, Frau Süssmuth. Guten Morgen, Herr Schauf. Frau Süssmuth, als Sie in den 50er Jahren Ihr Studium begonnen haben, war es völlig normal, dass Frauen nach der Eheschließung spätestens aber mit dem ersten Kind ihren Beruf an den Nagel gehängt haben. Das haben Sie nicht getan. Ich möchte einfach noch mal erklären, dass Sie 1985 Ministerin für Jugend, Familie und Gesundheit wurden. Und zu der damaligen Zeit waren im Bundestag nicht mehr Frauen als damals zur Weimarer Zeit. Also 60 Jahre in Deutschland ist nichts passiert, was das Thema Frauen und Gleichberechtigung in der Politik anbelangt. Und 1988 wurden Sie zur Bundespräsidentin gewählt und waren da auch die erste Frau. Bundestagspräsidentin, entschuldigen Sie, natürlich, ja klar. Aber trotzdem, mich würde interessieren, wie es Ihnen gelungen ist, die damaligen Fakten, die alle gegen eine berufliche Tätigkeit von Frauen sprachen, zu durchbrechen und Ihren schwierigen, aber wie wir alle wissen, erfolgreichen Weg gegangen zu sein. Zunächst einmal antworte ich darauf, es waren ja immerhin, wenn auch unter 10% und 8% hatten wir schon bei der Weimarer Republik, als wir erstes Mal aktives und passives Wahlrecht bekamen. Aber bis dahin, denken Sie daran, 68 ist erstmalig eine Frau Familienministerin geworden. Es war in der Tat eine Zeit, wo man davon ausging, die Frau gehört in die Familie, der Mann in die Öffentlichkeit. Und mit Öffentlichkeit ist hier die politische Öffentlichkeit gemeint, denn sie war ja bereits öffentlich, aber wie wir wissen aus dem Ehe- und Familienrecht, mit sehr eingeschränkten Rechten. Ob sie erwerbstätig war, hing von der Zustimmung des Mannes ab. Ja. Also wollte eine Frau erwerbstätig werden oder bleiben, brauchte sie für die Zustimmung des Mannes. Sie hatte lange Zeit kein eigenes Konto, also war keine Vertragspartnerin überhaupt. Und da hieß es wirklich aufzuräumen. Und als ich in den 80er Jahren Familienministerin wurde, da haben wir ja schon eine zweite Frauenbewegung. Damals zwar wieder abschwenkend, aber die hatte in den 70er Jahren doch massiv ihre Forderungen durchgesetzt, sehr stark jetzt da im Bereich der Selbstbestimmung einer Frau. Worüber sollte sie selbst entscheiden? Die Dinge, die ich eben genannt habe, waren eigentlich schon umzusetzen in der Weimarer Republik und erst recht. Die Punkte Ehe- und Familienrecht nach dem Schlüsselsatz aber Männer Frau, und Frau Süssmuth, gleichberechtigt kam wirklich, hätte gehandelt werden müssen. Und heute muss endgültig gehandelt werden, weil wir immer mehr in Rückstand kommen im Vergleich zu anderen Nationen und Staaten. Frau Süssmuth, was war Ihr Trick? Denn wir wissen, in den 50er Jahren war das alles hier noch sehr, sehr rückständig. Also das kann man überhaupt nicht damit vergleichen, wie es den Frauen heute geht, obwohl da auch noch viel Potenzial nach oben ist. Aber Sie haben sich in einer Zeit durchgesetzt, wo es nun mal extrem schwer war für Frauen. Was war Ihr Trick? Ja, trotzdem muss ich sagen, dabei hat mir das Studium immens geholfen. Und zwar das Lesen nicht nur deutscher Frauenbewegung, sondern auch das, was ging in Frankreich vor sich. Ich war Romanistin. Da waren wir zwar auch bis zu Macron vor ein paar Jahren weit zurück. Die Frauen
Das Parlament hatte ohnehin nur beratende Funktion, aber aus dem Studium und meiner eigenen vorausgegangenen Biografie habe ich viel gelernt. Ja. Nicht nur für mich selbst, sondern denken Sie an die Medizinstudentin, die es noch schwerer hatten. Und es war nicht ein Trick von mir, sondern ich berief mich auf Tatsachen. Ja. Zum Beispiel, dass Frauen genauso intelligent sind wie Männer, dass sie emotional und analytisch denken können und ihnen nicht abgesprochen werden kann, dass sie nicht denken können. Es gab viele auch hoch anerkannte Philosophen, die sagten, Hegel zum Beispiel, Frau stiftet in der Politik nur Unordnung, weil sie zu emotional ist und nicht genügend rational. Alles das konnte man gut widerlegen. Stellen Sie sich vor, Kinder, die erzogen werden müssen, die hätten nur emotionalisierte Personen um sich. Was soll denn aus dem Kind werden? Erziehen durften sie, aber nicht entscheiden. Und ich denke, diese Tatsachen, wo man zunächst mal allein vom Biologischen her widerlegte und vom Sozialen her, welche Rollen die Frauen in der Geschichte sowohl Deutschland wie Europas eingenommen haben, konnte man nicht ableiten, sie sind dafür nicht geeignet. Und deswegen ist die Weimarer Republik, in der die Frauen wie wild gekämpft haben um aktives und passives Wahlrecht, nach wie vor auch heute noch für mich ein großes Vorbild zu sagen, ohne dass man hart ringt um Entscheidungen, die zu treffen sind. Und das haben diese Frauen damals getan. Auch die zweite Frauenbewegung war zwar nicht auf das aktive und passive Wahlrecht, sondern im Mittelpunkt stand zum Teil, wer entscheidet eigentlich über eine Schwangerschaft? Frau Süßmuth, Parität jetzt, so heißt Ihr Buch, das ist jetzt gerade erschienen. Und ich meine, mit dem Buch, da beschäftigen Sie sich mit der wirklichen Gleichberechtigung und Gleichstellung eben auch von Frauen und Männern. Und was ich interessant fand, in Ihrem Buch war einfach Ihre Feststellung, dass Sie immer radikaler geworden sind. Wie haben Sie das gemeint? Ich habe zunächst ja auch ein Stück weit darauf gesetzt, dass sich die Vernunft in diesem Umgang mit Frauen und Männern durchsetzt. Ich habe gelernt, dazu gehören verbindliche Regelungen. Und ich bin deswegen radikaler geworden, weil überlegen Sie mal, zwischen 1949 und 1980 ist ja wenig geworden. Ja. Die Frauen sind ja im Parlament immer unter 10% geblieben, der andere Teil über 90 waren Männer. Und dann habe ich gesagt, ohne verbindliche Regelung geht es nicht. Und dieses Drittelparität, wenn Sie mich heute fragen, es war damals eine Notwendigkeit, um überhaupt einen Anfang zu finden. Das Jahr der Frau, viele Länder haben dann begonnen mit 10, mit 20, mit 25%. Ja. Da muss ich heute sagen, hätte man eigentlich nicht machen dürfen. Da waren die Frauen der Weimarer Republik radikaler als wir und gaben uns mit Grundsätzen zufrieden. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ein Satz von Frau Selbert, der war toll, dieser Satz. Aber die Wirklichkeit blieb, wie sie war. Ja. Das ist das große, der Grund, warum ich zunehmend stärker und jetzt Parität jetzt heißt, hört auf mit den kleinen Trippelschritten. Hier nochmal 5% drauf. Und wenn man das nicht erreicht, braucht das auch nicht zu tun. Das gehört auch zu meiner Partei, Freiwilligkeit. Da würde die FDP noch radikaler sein und sagen,
wir lassen uns unsere Freiheit nicht durch Regeln bestimmen von anderen. Da kann ich nur sagen, ohne klare Regelbestimmung, ohne klare Gesetzgebung bleiben wir Bittsteller und kommen nicht weiter. Deswegen, gleiche Anteile ist was anders als eine Quote. Jetzt sagt man ja, ist ja auch eine Quote 50-50, aber ist ein ganz anderes Verständnis. Wenn Sie Vater oder Großvater sind, würden Sie auch nicht Ihrer Enkelin sagen, sieh zu, dass du eine Quotenfrau wirst. Die wird Ihnen sehr bald sagen, ich will was können, ich will was leisten und danach bewertet werden und nicht nach einer Quote. Ja, genau. Da würde ich gerne mal einsetzen, denn viele Frauen, und das haben Sie im Grunde genommen gerade selber gesagt, wollen gar nicht als diese Quotenfrauen gelten, weil sie das als diskriminierend auch empfinden. Ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja, haben Sie aber... Ja, können Sie also aus Ihrer Erfahrung auch bestätigen, dass das in erster Linie auch Frauen sind, die auf der Erfolgsleiter ziemlich weit oben sind und eben gerade sagen, wir sind da nicht hochgekommen, weil wir eine Quotenfrau sind, sondern weil wir sehr erfolgreich sind. Also dass man das, je höher die Position der Frauen ist, umso öfter hört? Ich denke, einerseits haben heute Frauen ein anderes Selbstverständnis, auch ein anderes Selbstwertgefühl. Treten auch, das Entscheidende für uns war Bildung. Sehen Sie, die Schülerinnen, und das waren meistens Frauen, die 4 Grundschuljahre hatten. Und dann war es mit ihrer Bildung, entweder man hatte Geld, die nächste Stufe noch zu bezahlen. Diese Frauen haben sich die Reklamheftchen ihrer Eltern gekauft, um sich weiterzubilden. Ja. Also Bildung spielt darin eine ganz entscheidende Rolle, um zu sagen, das kann ich auch, was ihr da kommt. Ihnen wurde Forschungsfähigkeit abgesprochen, Ihnen wurde nüchternes Denken abgesprochen und immer, ja, ihr habt zu viel Gefühl, zu wenig Intellekt. Und das ist nun wirklich von den Frauen selbst in großer Zahl bewiesen worden. Sie haben beides. Und Gott sei Dank, sage ich Ihnen, in einer Kriegszeit, unvorstellbar das war das für mich, dass wir wieder so in einen Krieg verwickelt werden wie heute. Und da kann ich nur sagen, mit der russischen Schriftstellerin Alexejewitsch, der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Da ist jetzt nicht einfach gesagt, da fehlen die Frauen, aber da fehlt das Denken und Fühlen der Frauen. Sehen Sie jetzt die Evakuierung der Frauen und Kinder? Da spricht man von Schutz. Und wo ist der Schutz der Männer? Sie haben zu kämpfen und viele verbleiben im Krieg. Die Frauen sind die Witwen, die mit den Kindern dann vielleicht überleben, aber den Krieg unmittelbar auch mit durchgelebt haben und dann immer noch dafür sorgen mussten, wie kommen die wirklich erschöpften, depressiven Männer nach diesem Kriegs- und Propagandageschehen, die das Erleben, ständige Erleben von Tötung unmittelbar um mich herum, wie kommen die ja nicht zurück? Deswegen denke ich, muss unsere Aktivität gegen Gewalt und Krieg noch viel intensiver werden. Wir sind jetzt wieder bei der Aufrüstung. Gut, es wird gesagt zur Selbstverteidigung, aber wir müssen wissen, dass jegliche Aufrüstung auch eine Verlängerung der Kriegsphilosophie ist. So ungefähr, wir sind auf Krieg eingestellt und er wird immer zur Menschheit gehören. Das ist nicht mein Standpunkt. Ja, hat in erster Linie natürlich auch was mit Verteidigung zu tun, wenn man jetzt diese Aggression... Das habe ich ja eben selbst gesagt, aber aus dieser Selbstverteidigung sind sehr viele Angriffskriege geworden und nicht nur Verteidigungskriege. Absolut, absolut. Je mehr Waffen, umso gefährlicher wird es. Aber trotzdem... Es waren russische Frauen, Mütter,
gegen den Krieg, die als erste nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Europa aufgestanden ist, nie wieder Krieg. Ja. Nun stecken wir wieder drin. Ja. Um dieses Thema Krieg vielleicht abzuschließen, noch eine Frage. Also gerade wenn man von Gleichheit spricht unter Männern und Frauen, würden Sie jetzt weibliche Soldaten mehr sehen in einem solchen Krieg, wie wir ihn jetzt erleben? Oder welche Philosophie vertreten Sie da? Also, ja, ich erlebe viele Ukrainerinnen heute, die dastehen und sagen, ich will mein Land verteidigen. Das heißt, dieses Retten des Landes geht auch von Frauen aus. Aber ich möchte Ihnen meinen Standpunkt nicht verhehlen, dass ich denke, das ist die Fortführung des Wahnsinns von Krieg. Wir zerstören, wieder aufbauen, wieder zerstören. Und das geht hin und her. Wir müssen uns doch endlich mal des Wahnsinns bewusst werden. Und insofern muss ich sagen, die Erweiterung mit Frauen müsste uns eigentlich noch weiter darin stärken, dieses Elend von Krieg zu verringern. Ja, ich muss sagen, dahinter muss als Ziel stehen, no war, kein Krieg. Ja. Zumal wir heute viel mehr Möglichkeiten des Aushandelns, des Verhandelns haben. Und damit haben wir Deutschen ja in den Jahren nach dem Krieg keine schlechten Erfahrungen gemacht. Nein. Also wo immer man kann, Friede vor Einsatz von Waffen. Wir hatten in Deutschland noch nie so lange Frieden wie jetzt. Das ist ganz, ganz klar. Frau Süßmuth, lassen Sie uns von der Ukraine nochmal zurück zu Ihrer Partei kommen. Sie sind ja seit 81 sind Sie Mitglied in der CDU. Und nun habe ich also viel gelesen und natürlich auch Ihr Buch und von Ihnen und über Sie gelesen. Und man fragt sich immer, warum sind Sie in dieser konservativen Partei geblieben? Bei den Grünen, da gibt es mittlerweile 60% Frauen. Ist das nicht wäre das nicht eine Partei oder eine Ideologie, die Ihnen noch viel näher steht? Ja, ich nenne auch immer wieder, was die Grünen durch eine sehr klare Entschlusskraft in ihrer Partei von Anfang an durchgesetzt haben, was unser Grundgesetz auch zulässt, auch in den Artikeln 20, 21. Das ist zwar kein Gesetz, sondern zunächst mal eine Möglichkeit, die das Grundgesetz eröffnet. Die haben von Anfang an gesagt, wir wollen die Hälfte. Und sie haben ja sind auch jetzt mit mehr Mitgliedern als 50%. Aber diese gleichen Anteile, das schafft eine Gleichwertigkeit und ist auch ein Stein, ein wichtiger Stein zum Abbau der Ungleichheit. Ich behaupte nicht, dass die Verstärkung der Frauen schon sofort alle Probleme löst, aber ich sage als Beispiel, wenn ich mit ein oder zwei Frauen in einem Ausschuss sitze und für die Rente der Frauen kämpfe, insbesondere der vielen Mütter, die unterbrochen haben, Kinder erzogen, Kranke und Behinderte gepflegt haben, da muss ich sagen, lande ich dabei, wie wir es oft erfahren haben, das ist euer Problem, werdet erwerbstätig und das Problem ist gelöst. Es ist bis heute nicht gelöst. Sind Sie aber zu einem stärkeren Anteil vorhanden, nehmen Sie das Beispiel Gewerkschaften. Die sind unverzichtbar, wenn es um den Kampf ja eigentlich nicht von Frauen- und Männerrechten, sondern Menschenrechten geht. Und dazu gehört einfach auch eine Beteiligung. Und Frauen meinen immer, lass das die Männer machen. Die haben eine andere Lebenserfahrung, andere Lebensbedingungen. Und dann sagt man immer, ja, ihr bekommt die Kinder. Das ist nicht die einzige Rolle der Frau. Absolut. Die Kinder gehören zum Leben. Aber zum Leben gehört auch mehr als
Kinder bekommen und Kinder erziehen und prägen und ihnen Chancen eröffnen. Ja. Wir sind manchmal weit von Chancen entfernt. Also darüber müssen wir unbedingt noch mal reden, weil das ja immer wieder angeführt wird, dass dadurch eben Frauen kürzer treten müssen, weil sie Kinder bekommen. Aber ich würde Sie trotzdem noch mal da fragen wollen. Ich finde es ja, Sie haben ja einen viel schwierigeren Job gemacht, weil Sie haben also für Parität in der Union gekämpft. Also ich sage mal, für Parität in der SPD oder auch in den Grünen zu kämpfen. Das ist leichter und die haben sich auch durchgesetzt. Und Sie haben sich sozusagen diesen schweren Weg ausgesucht. War das auch mit so einer Motivation nach dem Motto, hier sitzen die meisten in meiner Partei, die von der Parität erst noch überzeugt werden müssen? Also zwei kurze Antworten dafür. Sicherlich war das Christsoziale ein wichtiger Baustein in meiner Familie, auch bei meinem Vater. Insofern spielt immer auch, was hat man mitbekommen. Und da, von daher auch immer nicht nur die Partei, sondern wofür steht diese Partei. Manches hat sie verlernt, was sie wieder lernen muss. Und da kann ich zum Zweiten nur sagen, ja, ich habe nach dem Grundsatz gehandelt, hier gibt es das meiste zu tun. Und da kann ich mitwirken, auch zu verändern. Es ging mir darum, nicht um Bücher zu schreiben, sondern Veränderungen in der Realität. Und wenn heute weit mehr Artikel als je früher geschrieben wurden, wo die Frauen überall fehlen, ja. Übrigens gerade auch in der Wirtschaft, der nicht nur im Pflegebereich, sondern in allen Bereichen, die nehmen Sie in Kunst und Kultur die erste Dirigentin, das war wie ein Zauberberg dabei, oder die erste anerkannte Malerin, man sprach von Malweibern, die waren dann die niedrigere Klasse. Da hat sich eine Menge im Bewusstsein verändert. Aber ich möchte es in der Realität auch haben. Kurze Pause, gleich geht's weiter mit Van Hoven, präsentiert von der Lejeune Akademie. Motiviert geht es weiter mit Van Hoven, präsentiert von der Lejeune Akademie. Stellen Sie eigentlich manchmal fest, und da Sie als emanzipierte Frau mit am längsten jetzt im politischen Leben dabei sind, und aber Sie können ja auch, Sie haben auch immer mal wieder in die Wirtschaft reingeguckt, stellen Sie da fest, dass es auch unter den Frauen manchmal gar nicht so einfach ist und es da zu so einer Konkurrenz kommt und vielleicht auch nach dem Motto, ich fühle mich hier alleine eigentlich ganz wohl, ich brauche gar nicht so viele andere Frauen. Wenn man Ungleichheit schafft, schafft man zugleich auch den Nährboden für Ungleichheit unter den Frauen. Und es stimmt, ja, wenn ich immer erlebe, ganz wenige schaffen es nur, warum ich nicht, dann kommt schnell das Gefühl hinzu, mir gönnt man das oder dem anderen gönnt man es nicht. Aber ich muss sagen, diese Sätze werden natürlich gerne benutzt, um zu sagen, ihr Frauen, gönnt euch ja selbst nichts. Die Frauen können sehr geschlossen sein, sage ich wieder die Weimarer Republik, sage ich wieder nach dem Krieg. Und ich muss nochmal betonen, Schwächen haben auch Männer, aber ich sage mitunter, strategisch, wir haben viel gelernt, aber strategisch müssen wir noch hinzulernen. Ja, ja. Wenn die Männer selbst nicht mögen, halten sie eine bestimmte Zeit zusammen.
Also ich kann das alles nur unterstreichen, was Sie sagen. Als Vater von drei Töchtern erlebe ich mit, wie selbstbewusst, also gerade die Frauen zwischen Anfang 20 und Anfang 30, also da werden und auch sind. Und sich auch, ich finde, sehr gut auch mittlerweile behaupten können, ja, weil sie wissen, dass sie auch gebraucht werden. Das ist ja gut doch. Begrüße ich sehr. Es darf nur nicht zum Egoismus führen. Es geht um meine Karriere. Nein, es geht um das Wir, um uns. Und dazu gehören Frauen und Männer, Kinder und ältere Menschen. Und dieses Wir-Gefühl haben wir vernachlässigt. Wir haben sehr viel getan zur Stärkung der Individualität. Aber auch mit Fehlern, wie die einen sind gebildet und sind intelligent, die anderen sind dumm geblieben, werden es auch nie zu was bringen, teile ich nicht. Ja. Jeder Mensch hat Talente, praktische und intellektuelle. Fördert sie doch von früh auf. Auch diejenigen, die bei uns zugewandert sind und eingewandert sind. Wir brauchen alle dringend, um die Welt von Trockenheit, von Verwüstung, von Überflutung, wie wir sie selbst erlebt haben, ja, in dem Maße, wie wir können, gemeinsam zu einem Besseren zu führen. Ja, Frau Süßmuth, ich wollte Sie noch mal fragen, also wir haben das jetzt so ein bisschen von der politischen Seite und von der gesellschaftlichen Seite beleuchtet, was mit Frauen passiert ist und wie die Situation heute ist. Ich würde ganz gerne noch mal über die Wirtschaft, über die Firmen mit Ihnen sprechen, weil die in meinen Augen ja auch einen ganz großen Anteil daran haben, wie Frauen sich positiv beruflich entwickeln können. Das heißt, ihnen Möglichkeiten zu schaffen. Wir haben es eben schon ein bisschen kurz angesprochen, mit Kindern und eben mit diesem Frausein eben auch erfolgreich in der Wirtschaft arbeiten zu können. Welchen Vorwurf oder um es positiv zu formulieren, welche Wünsche hätten Sie an die Industrie, an die Wirtschaft, es Frauen leichter zu machen? Solche Wünsche, wie sie inzwischen in der Wirtschaft, da komme ich mal als erstes hinzu. Es gibt ja nochmal wieder andere Wünsche im Bereich Naturwissenschaft und Technik. Ich bleibe mal erst bei guten Firmen, die erkannt haben, ich brauche beide, Männer und Frauen. Frauen haben oft einen anderen Führungsstil. Es kommt darauf an, Probleme zu lösen und nicht Macht auszuüben. Und zur Problemlösung gehört Kompetenz. Was weiß ich, was kann ich? Und wie bringe ich es ein? Und wie nehme ich die anderen dabei mit? Die gegenwärtige Wirtschaft, auch mit ihren Arbeitskräftemangel haben wir trotz Corona, die weiß sehr wohl, welche Kräfte sie braucht und dass es da nicht nur darum geht, ich nehme nochmal die alten Theorien, ein starker Mann, der stark führt und die anderen haben zu tun, was er will. Das heutige Führungsproblem ist, dass ich die Kompetenz einbringe, die ich gewonnen habe. Dazu gehört ein ständiges Weiterlernen, weiter sich entwickeln, die auch in seinen, es gibt eine Reihe solcher Firmen, aber langsam. Wo sie ein gutes Beispiel geben können, ist in den Kleinunternehmen, wo die Frauen immer schon mitgearbeitet haben. Und wo die Männer auch dann sagen, ohne meine Frau könnte ich es gar nicht. Ja, interessant. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Aber das ist stärker in den kleinen Unternehmen. Und die haben wir ja immer noch. Was wären wir denn ohne unser Mittelstand? Ja. Und da wird etwas stärker gelebt, weil die Frauen einfach auch zum Erhalt des Unternehmens unbedingt notwendig waren und nicht das Großunternehmen abstrakte Führungstheorien hatte, wo die Menschen immer weniger
als Einzelne und Gruppe vorkamen. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, auch damit hat Parität, ist ja nicht nur in der Politik, da ist sie am spätesten dran, aber das gilt für alle Lebensbereiche. Ja. Sehen Sie mal, wie lange haben wir Orchester gesehen, in denen nur Männer waren? Hat sich verändert. Wie lange haben wir Museen gesehen, wo wir nur die Männernamen sahen, bis dann in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts die Frauen verstärkt aufkamen und auch Gestaltungskraft hat. Oder mit den Dingen, die konnten nur kleine Bilder malen. Das lag nicht an ihrer Unfähigkeit, sondern Mangel an Geld. Und ich finde, das muss man verstärkt auch in die Öffentlichkeit bringen. An einer Stelle wage ich Ihnen zu widersprechen. Wenn ich mich nur definieren würde als emanzipierte Frau, verstehe ich mich selbst falsch und möchte auch so nicht verstanden werden. Emanzipation geschieht nicht um meiner Willen, sondern was ich selbst damit zu tun habe, wenn ich aufhöre, selbstständig zu denken und mir das zu eigen mache, was mir vorgesetzt wird, dann werde ich nicht selbstständig. Und es gibt Situationen, wo Emanzipation auch darin besteht, Moment zu schweigen. Man muss nicht gleich immer die Gegenrede aufstellen, sondern gucken, wann die Gegenrede passt. Für manches habe ich vielleicht zu früh angefasst. Ich fand das alles schon viel zu spät, aber man braucht eine Gefolgschaft. Wie bei Corona-Krise, wenn die Menschen nicht mehr mitkommen, nicht mitfolgen, dann kriegen sie auch keinen Erfolg. Und deswegen ist für meine Partei auch ganz wichtig, dass sie begreift, die Welt hat sich verändert. Ich finde, was Sie sagen, zeigt eine ungeheure Lebenserfahrung auch. Und ich meine, das ist auch etwas, man ist natürlich, je jünger man ist, desto ungeduldiger sind auch viele Menschen. Und dieses mal zuhören und mal sich zurücknehmen, das ist sicherlich von der Taktik her sehr weise. Ist nur eine Taktik. Ja. Ja, aber Sie wollen ja ein Ergebnis erzielen und da ist man ja immer bemüht, einen bestimmten Weg zu gehen. Ja, ich muss sagen, auf meinem Weg, ich bin ja auch oft gescheitert, aber die haben mich nicht zurück. Die haben gesagt, die kriegen wir schon klein. Aber klein haben sie mich nicht gekriegt. Ich bin ja klein, aber spielt ja keine Rolle. Aber ich habe mich nicht einfach wegdrücken lassen. Nein, das haben sie ganz sicher nicht. Und ich finde auch, dass sie, also dass wir solche Stimmen nach wie vor brauchen und auch aus allen Altersgruppen müssen. Muss so diskutiert werden. Das finde ich ungeheuer wichtig. Ich würde gerne noch mal ein Thema besprechen, was ja auch für uns alle wichtig ist. Das ist das Thema Geld. Und Geld verdient man im Unternehmen. Und im Unternehmen muss man dann auch Gehaltsverhandlungen führen. Und es ist so ein bisschen noch, erleben Sie das auch so, dass wenn ein Mann hart verhandelt und sagt, also das ist meine Position und da gehe ich nicht von runter, dann ist er ein Kerl, dann ist er tough. Und wenn eine Frau das sagt, dann gilt das immer noch so ein bisschen, ey, die ist ja zickig, die will da. Ich finde, wenn Frauen anders reden, werden sie immer bewertet nach den Normen der Männer. Ja. Ist zu weich, zu nett, zu freundlich. Aber es ist doch wichtig, nicht darauf zu bestehen, dass Härte das Leben macht. Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden mit Kindern nur hart umgehen. Was aus den Kindern werden sollte, es gibt solche Vorgänge. Aber mir ist ganz wichtig, hier zu sagen, woran wir stark arbeiten müssen, ist, dem anderen erstmal zuzuhören, zu überlegen, was wir antworten. Und es geht nicht darum, den anderen zur Strecke zu bringen, aber wirklich in einen Austausch zu kommen. Das Wort Dialog ist verflacht,
Aber es ist eine ganz hohe Qualität, wenn wir es schaffen, Männer und Frauen, Kinder und Eltern, Kinder und Großeltern in einem Kontakt zu bleiben, wo man denkt, Mensch, wir wissen noch was voneinander, wir hören noch was voneinander. Ja. Sie sind noch neugierig, selbst auf uns Alte. Und welche Erfahrung bringt der ein? Also nur zu sagen, morgen ist alles schlechter als gestern, das bringt uns nicht weiter. Guck doch mal auf die Produktivität der Jüngeren. Viele von denen wollen beitragen. Und dann sagen wir nur, die Wissen sind die Besserwisser. Das ist nicht wahr. Und auch nicht, sie haben wirklich Grund für Existenzsorgen, was betrifft meine soziale Sicherung. Werde ich Arbeit erhalten? Werde ich so klug sein, dass ich weiterlerne? Wie wichtig waren eigentlich für Sie persönlich die Kontakte zu anderen Frauen, dieses Diskutieren mit anderen Frauen? Ich will eigentlich dahin, Sie zu fragen, wie wichtig waren für Sie, man spricht so viel von Frauennetzwerken. Gibt es, haben da Frauennetzwerke Ihnen geholfen oder mussten Sie nicht auch sehr viel mehr in die männliche Netzwerkerin rein? Also, ich sag mal, als ich studierte, interessierte mich zunächst das Thema Frauen, Männer überhaupt nicht. Ich war glücklich, dass ich studieren konnte und habe mich um Frauen, Männer nicht gekümmert. Als ich dann merkte, wie das unter Frauen und Männern aussieht, ich habe nicht einmal eine Professorin in meiner Studienzeit erlebt, alles erst später. Und ich muss Ihnen sagen, ja, diese Verbindung von Frauen, die ist notwendig, damit man den Satz begreift, keiner kann es allein. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz für mich. Ja. Wir können es nur gemeinsam. Dieses Gemeinsame, das geht immer leicht über die Zunge, schwer in der Praxis. Ja. Und ich denke, die gegenwärtige Situation schon allein, wer ist doch Partner Deutschlands, ist doch eine Aussage, die Frage ist eine Aussage darüber, wir brauchen sie. Ja. Und das ist nicht bei mir zugrunde, fragt doch nicht in erster Linie, sind die Männer besser als die Frauen oder umgekehrt, sondern was können wir gemeinsam dazu beitragen mit unterschiedlichen Erfahrungen? Ja. Frauen sind oft Tieflerinnen, Frauen sind schöpferisch in Bereichen, wo wir sagen, das wäre doch jetzt nicht notwendig, aber schön. Ein gut gedeckter Tisch ist was anderes, als wenn ich ein paar Becher darauf haue und vielleicht noch ein paar Scheiben Brot. Ja. Diese Fähigkeiten, die aus den Menschen kommen. Liebe Frau Siegmund, wir kommen zum Ende der Sendung. Deshalb nur noch mal ganz schnell die Frage, sind Sie gerne eine Frau? Ja. Ja. Aber ich habe gelernt, auch durch meinen Vater, ich nenne mal so ein paar Tugenden, Contenance, also immer diszipliniert sein. Ja. Als ich älter wurde, habe ich gedacht, ja, Disziplin ist wichtig, aber man kann sich auch überdisziplinieren. Und da ist mitunter auch eine klare Aussage und eine kräftige Aussage auch hilfreich. Ich bin gerne eine Frau, aber warum sind nicht Männer auch gern Männer? Absolut, absolut. Machen wir da so einen Bohai drum. Mir geht es ja, das haben Sie hoffentlich in dem Buch auch lesen können, um ein neues Miteinander von Männern und Frauen. Nicht gegeneinander. Und dazu gehört auch, dass die Männer erfahren, dass sie nicht die einzig Wertvollen sind. Absolut. Sondern dass die Frauen
genauso wertvoll. Das habe ich absolut in Ihrem Buch verstanden. Und das finde ich auch das Wichtige, dass es also nicht ein Gegeneinander ist, sondern das ist eine Streitschrift füreinander, kann man vielleicht. Füreinander, ja. So kann man es. Liebe Frau Süßmuth, ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrem Kampf um Gleichberechtigung. Alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund und lassen Sie weiter von sich hören, denn Ihre Stimme ist wichtig. Vielen Dank. Dankeschön. Van Hoffen wurde Ihnen präsentiert von der Lüjen Akademie.